So, hello, my ladies and gentlemen, willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man ohne Kreten zwei super softe, einfache Fladenbrote zubereitet. Ramazan geht es hier, bald ist auch Ramazan, Ramadan, Fastenzeit. Ohne Kreten, ab und zu mal müssen wir das aufgehen lassen, zwei, dreimal. Und dann fangen wir an, machen den Teig und dann am Ende haben wir zwei gute Fladenbrote. Wir nehmen uns eine Schüssel. In die Schüssel bröseln wir 25 Gramm Hefe. So, die Hefe wird jetzt gefüttert mit Zucker. Zwar mit einem Teelöffel Zucker. Und darauf geben wir jetzt 750 ml lauwarmes Wasser. Man kann aber auch kaltes Wasser nehmen. Aber dann dauert das Aufgehen keine 40 Minuten oder 60 Minuten, sondern etwas länger. Nehmen jetzt einen Schneebesen und lösen Zucker und Hefe auf. Dann habe ich hier in einer Schüssel 1 Kilo Mehl, 15 Gramm Salz. Gebe ich das Salz auf das Mehl, mische das schön unter. Nehme meine Hefemischung, schütte sie hinein. Danach nehme ich mir einen Teigschaber und vermische das schön. Bis alles schön vermischt ist. Das ist ein sehr klebriger Teig. Und sehr flüssig. Möchte, kann es aber auch mit den Fingern machen. Sollte aber währenddessen immer seine Hände befeuchten. Das machen wir jetzt so lange, bis das ganze Mehl feucht ist. So, von unten nach oben falten. Das von außen nach innen falten machen wir jetzt so lange, bis wir der Meinung sind, da ist kein trockenes Mehl mehr drin. So, so viel reicht. Deckel drauf und 40 bis 60 Minuten an einem warmen Ort gut aufgehen lassen. So, dann haben wir unsere Schüssel mit unserem Teig. Schauen wir mal, wie gut das ganze Ding aufgegangen ist. Super duper. Wir mehlen unsere Arbeitsfläche. Gut mit Mehl, da das Ganze sehr haften wird. Unser Teig auf die Arbeitsfläche. So. Oben drauf auch noch Mehl. Dann richten wir uns zwei Bleche her mit Backpapier. Jetzt halbieren wir diesen Teig genau mittig in zwei Teile. Zwei gleich große Teile. Wir mehlen uns etwas unsere Finger, Hände. So. Versuchen das vorsichtig zu einer Kugel zu formen. Und legen das jetzt auf unser Backblech. Hände bemehlen. Das Teil von unten. Kurz zu einer Kugel formen. Wenden. Netze. Seiten. Schön unten drücken. Leicht zu einer Kugel formen. Schöne Blasen haben wir drin und das legen wir jetzt auf ein Backblech. So sieht das Ganze dann aus. Darauf legen wir jetzt ein Küchentuch und lassen das wieder für eine Stunde aufgehen. Küchentuch nicht am Teig haften bleibt, da es sehr feucht ist. Geben wir noch etwas Mehl drauf und decken das ab. Darauf nehme ich mir eine Schüssel, ein Ei, breche mein Ei hinein. Darauf gebe ich einen guten Schuss Milch, nehme eine Gabel und verquill das schön. So, dann nehme ich mir meinen Teig hier, boah, der gut aufgegangen ist. Tunke meine Hand in das Eigemisch und streiche meinen Teig
schön vorsichtig damit. Nun breite ich das vorsichtig aus. Nicht hineindrücken, nicht so breit wie möglich. Ausbreiten für die gewünschte Form. Jetzt geben wir mit dem Pinsel die schöne Form. Erst machen wir mal so einen Rand mit unseren Fingern. So. Dann gehen wir einmal schräg durch. Den Backofen heizen wir gerade vor auf 220 Grad Ober- und Unterhitze und währenddessen lassen wir den Teig nochmal 20 Minuten schön gehen. Und bevor wir das wieder in den Backofen schieben, pumpen wir uns dann nochmal Finger in diese Einmischung ein und geben dem Ganzen nochmal die Form. Sonst, wenn man das danach einfach so in den Backofen schieben würde, dann würde die Form verschwinden und das Brot würde einfach nur so aufgehen, ohne die gewünschte Form. Und was natürlich auf einem Pitta nicht fehlen darf, ist Sesam. Und Schwarzkümmel. Dann tunken wir unsere Finger wieder in diese Einmischung und formen das bitte nochmal nach. So. Wenn wir der Meinung sind, unser Pide ist fertig, nehmen wir das aus dem Backofen. Schön goldbraun. Jawohl! So, lassen jetzt etwas abkühlen. Und dann schauen wir mal, wie das geworden ist. Unser Pide. Super weich. Boah. Jetzt können wir das zum Beispiel halbieren. Also vierteln insgesamt. Dann hast du schon ein schönes Dönerbrot. Oder Flammen, irgendwas. Schön soft, luftig. Pah. So, meine Ladies and Gentlemen, das war's mit diesem Video. Wir haben zwei super fluffige Flammenbrote bekommen. Pides, Ramazan Pides. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, meine Ladies and Gentlemen.